Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator. Ich meinte den Politik-Tycoon mit der AfD, der Alternative für Deutschland. In 11 Wochen sind Wahlen im Saarland, das heißt, wir müssen dringend im Saarland Werbung machen. Noch mal ein bisschen mehr, denn das Saarland ist ja traditionell AfD-Land. Nein, ist es nicht. Aber ich versuche es schon immer AfD-Land zu machen, wie man sieht. So. Hier in Hessen hatten wir 1,22%. Ist in der Realität sehr wenig, aber hier für die spielt doch relativ viel schon. Eine Partei, die vor 0% hatte. So, dann haben wir hier noch Wahlen in Sachsen. Das hier ist Woche 12, das ist Woche 26, also 14. 14 Wochen später. 25 Wochen. In Sachsen. Machen wir 30. Machen wir mal ein bisschen mehr Publicity. So, Koalitionsfindung in Hessen. Ja, wird wahrscheinlich eine GroKo. Wäre ja auch das Realistischste. Teilweise ist das ja nicht ganz realistisch darstellbar. Ah, naja. So. Samuel Uranus ist der Ministerpräsident von Hessen. 43.000. Ja, 5,25% sieht gut aus. Na, passt von. Passt tatsächlich sogar. So, wer kommt mir hier beträchtlich nah? Die Grünen mit 1,87%. Ja, ja. Und die Linke? Ja. Die Linke mach ich. Obwohl, da habe ich doch erst. Geh mal an die Grünen. Die sind so teuer. Dann, wer ist denn hier die größte Kleinstpartei? Piraten, ja. Die machen wir auch Angst. Also, wenn hier manchmal so ein Flackern hier oben hat, dann tut mir das leid. Mir ist das gerade aufgefallen, der Aufnahme. Das sollte aber eigentlich fast gar nicht vorkommen. Wenn es doch häufiger vorkommt, dann tut es mir sehr leid. Weist mich vielleicht mal darauf hin. Und ich verweise nochmal auf die Kanalumfrage auch. Hier ist tatsächlich nicht die grüne Partei drin. Ja, aber mit 3 Sitzen. Wow. Wahrscheinlich sind da die Fraktionslosen, die übergetreten sind. Die habe ich ja strikt zur Partei übertreten lassen, weil es ja leider, leider keine realistische Darstellung von Parteilosen gibt. Man könnte eine parteilose Partei machen. Ach, das wäre dann. Nee, das wäre nicht gut. Da wird nichts Gutes rauskommen. Sondern dass er die meisten Parteilosen hat, wird dann von Parteilosen regiert. Das ist unrealistisch. So. Aber was. Ist legal, da bin ich dafür. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber die AfD kann ich mir vorstellen. Raucht ab und zu mal was. So, der Beitragssatz zur Krankenversicherung. Nehme ich einfach mal an. Schade übrigens, dass man sich hier nicht enthalten kann. Die Grünen. Die stimmen natürlich dagegen. AfD mit diesen knapp 8%. FDP 47 Sitze dagegen. Und die Linke mit 45 Sitzen dafür. Das war. Die hatten nur 20% Zustimmung oder so. Naja, das war dann eben das Glück. Diese 20% haben gereicht. So, hier kommen jetzt die Wahlen in Saarland.
Beim letzten Mal hatte die FDP ja 52 Stimmen in unserem linke Let's Play. Ah ja, noch 0,7% dazu. Raten ziehen nicht mehr ein. Waren ja drin, dann sind sie jetzt aber schon draußen. Das habe ich hier auch schon realistisch eingeführt. So, die Grünen mit 2,1% immerhin. FDP 2050 Stimmen. 306. Ja, die FDP war nicht so abgeschlagen. Ja, das könnte rot-rot oder eine GroKo werden. Eine GroKo wäre ja aber echt übermächtig. Ausgaben Kinderbetreuung erhöhen. Unterstützt die AfD auch im echten Leben. Das behalten wir dann natürlich bei. Haben wir überhaupt eine Chance auf eine Koalition? Glaub nicht. So, wann sind jetzt die Wahlen? In 13 Wochen in Sachsen. So, später kommt dann mal Radio und Fernsehen dabei. Das ist unser wichtigstes Land. So. Ja, wir haben keine Chancen. Es ist leider, leider sehr schade. Regierungsparteien. Schwarz. Na, wie soll man das dann eigentlich nennen? Schwarz-Pink. Das ist jetzt Schwarz-Pink. Was ist in der Realität niemals möglich? Atomkraft, ja. Jojo. Obwohl das ja jetzt auch in der Wirklichkeit abgeschafft wird. Also ist das gar nicht so konservativ, dafür zu stimmen. In 9 Wochen. Ja, dann mache ich jetzt mal. Ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand. Und beim nächsten Mal mache ich dann auch Fernsehwerbung. Sachsen ist unser wichtigstes Land. Beziehungsweise eins der wichtigsten. Das große Mietshaus ist fertig. Ah, 9,71%. Ja. Für die 10%. Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung. Ja, sind wir dafür. So, wir warten mal. Haben wir schon durch? Die GroKo hat dafür gestimmt. Oder ist. Was ist jetzt eigentlich für eine Regierung? War keine GroKo, aber eine GroKo wäre möglich gewesen. Ich glaube, das war schwarz. Oder war das so eine GroKo? Ich weiß es gar nicht. Mal schnell nachgucken. Auf jeden Fall war die CDU beteiligt. Doch, das war eine GroKo. Das muss eine GroKo gewesen sein. Es waren nämlich nur zwei Parteien. Ja, es war eine GroKo. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Thüringen sind auch Wahlen. Da muss ich auch antreten. So. Naja. Thüringen ist ein wichtiges Land. In so kleinen Ländern kann ich es vielleicht auch mal sch mir sparen anzutreten. Brandenburg ist jetzt in Woche 37. Hier ist 37. Also 12 Wochen Thüringen. Hier sind auch Radiospots nicht mehr angebracht und in Brandenburg in 22, da mache ich schon mal diese leichte Publicity, mehr aber noch nicht. Da mache ich schon Plakate, mache ich auch schon. Mitglieder habe ich, ja, da kann ich jetzt doch ein bisschen runterschauen. So, Wahlen in Sachsen. Schaffen wir die 10%? Ich denke schon mal, dass wir die 10% schaffen. Da können wir hoffen. In den Umfragen wären 9,75%. Da können wir so optimistisch hoffentlich sein. 12,4%! Ich habe insgeheim mit 12% gerechnet, aber da ist gleich 12.
4% sind. Ja! Die NPD. Nee, nee, das hat sich gereimt. Schwarz-Blau? Ja, Schwarz-Blau ist möglich. Das ist doch, wäre doch die optimale Koalition. Ausgabenforschung. Ja. Hatten wir auch schon mal. Bisschen konservativ müssen wir da schon denken. Wie sieht es mit der Zeit aus? Da sieht es noch gut aus. Ja. Wir haben eigentlich nicht viel zu tun. Haben wir noch eine Neuwahl? Nee. Hamburg ist in wie viel Wochen Nummer 18? Ja, da haben wir auch noch Zeit. Ja, AfD, das ist 34 und hier 5. Im Schnitt mit Linke und SPD. Das ist natürlich 100% realistisch. Wir machen trotzdem jede Möglichkeit. Das ist 100% realistisch. Schwarz-Blau. Die erste Regierung. Schöner Folgentitel. Erste Regierung mit 12,4%. Renate Sauermuth ist gestorben. Noch 4 Wochen in Thüringen. Fernsehwerbung. 14 Wochen in Brandenburg. Ja, wir können jetzt ein bisschen mehr aufgeben. Wir sind die AfD. 10,29%. Ja, da können wir auch noch die 11% schaffen. PKW-Maut. Ui, die soll aber gleich hoch angesetzt werden. PKW-Maut ist leider abgelehnt. Wo all die SPD dafür und die CDU da. Eher andersrum. Eher andersrum, sag ich. Ja, natürlich sind wir dafür, aber. Naja, das wird nichts ausmachen. Okay, ist offiziell abgelehnt. Leider, leider. So eine PKW-Maut wäre schon was Feines. Aber wir sind kein Minister und können deswegen keine Gesetze einreichen. Das ist doch Realismus pur. Nicht so. Weitermachen. 13 Minuten. So, wir machen auf jeden Fall noch diese Wahl. Da kommen wir jetzt auch in die Pippin Ross Wehrpflicht. Ja. Da kommen wir jetzt auch noch in die Regierung, wollte ich gerade sagen. Habe ich selbst abgebrochen. Längere Wehrpflicht. Bürgerschaftswahl darf wieder Frau Hammschlosser. Ja, da darf Herr Vollmer wieder teilnehmen. Oder darf mal Herr Lita antreten? Nee, Herr Vollmer. Oh, jetzt machen wir das noch schnell fertig. So. Haben wir die 11? Realismus lasst nach. Wir haben nicht mal die 10 geschafft. 9,99%. Ach, wie schön ist Panama. Nein, ist es nicht. Hat sich, ja, wir können mit der großen Koalition zusammenarbeiten. Sollte zusammen nicht genügend Sitze haben. Aber hier ist die große Koalition der CDU und Linke. Schwarz, Rot, Blau. Ist jetzt anstrebsam. Das machen wir dann noch eben mit der Regierungsfindung und dann beende ich die Folge. Na, ist das ein Deal? Ja, oder diesen Deal? Ist tatsächlich realistisch. Ah ja. Mit den Grünen arbeiten wir immer gerne zusammen. Also
Eine glatte Schnittmenge. Immerhin ist meins unsere mit die beliebteste. Ja! Zwei Regierungen! Und einmal 12,4%. Erneuerbare Energien. Ja, da bin ich natürlich dafür, das zu senken. Staat muss Geld sparen. Und ich muss Zeit sparen. Die Folge ist vorbei. Das war eine schöne Überleitung, ne? Ja. Schade, wurde abgelehnt, obwohl zwei Parteien hier fast 100% hatten. Da habe ich auch nicht viel dagegen. In der Realität fände ich das schlimm, wenn sowas gesenkt wird. Und das würden die auch sich niemals trauen, die Politiker. Niemals. So. Jetzt so. Was darf ich denn hier jetzt für Mitgliedszuwächse? Nur weil ich hier Thüringen jetzt gewonnen habe, wollen die mich etwa so beeinflussen? Was sagt der hier? Scheiße, bekommen die den Hals nicht voll, ja. 947 Euro Kontoführungsgebühren ist wirklich viel. Und weil das so viel ist, muss ich jetzt leider die Folge beenden. Ich hab kein Geld mehr hier weiterzuführen. Ich muss meine Kontoführungsgebühren zahlen. 947 Euro. Tschüss, Medüs.